Ja, herzlich willkommen zu diesem Video-Essay, in dem es darum gehen soll, was eigentlich die Aktivierung der Bilder im digitalen Raum für die Fotokunst bedeutet. Beginnen möchte ich mit dem Verweis auf einen Beitrag des Internettheoretikers Rob Horning, der im Januar 2022 publiziert wurde. Ein Beitrag, in dem Horning einige, wie ich finde, sehr scharfsinnige, interessante Beobachtungen anstellt, hinsichtlich der Veränderungen von Charakter und Funktionen der Fotografie ganz im Allgemeinen. Um zu vergegenwärtigen, was die heutige digitale Fotografie, die zumeist ja auch dann in den sozialen Medien ihren Ort hat, von früherer analoger Fotografie unterscheidet, betrachtet Horning eine große Sammlung von Polaroids aus den 70er bis 90er Jahren. Zuerst stellt er dann fest, dass die Menschen, die auf den meisten dieser Bilder auftauchen, da auch zwar vielleicht sehr wohl für die fotografierende Person posen, aber irgendwie, so formuliert er das ganz schön, hat er den Eindruck, dass diese Menschen sich damals irgendwie noch gar nicht vorstellen konnten, dass auch mal eine breitere Öffentlichkeit sie auf einem Foto betrachtet. Also dass ein privater Schnappschuss überhaupt eine weitergehende Bedeutung haben könnte, es also auch eine Rolle spielt, wie genau man darauf zu sehen ist. Nein, solche Polaroids und auch viele andere Fotos in der analogen Zeit sind ja entstanden, vielleicht jetzt mal mit der vagen Idee, als Erinnerung zu fungieren. Vielleicht ging es auch um den Moment, den man festhalten wollte, den man noch ein bisschen markieren wollte, wo man vielleicht auch einen Spaß damit verbunden hat, wie gerade bei einem Polaroid. Aber so eine wirklich feste Funktion hatte ein solches Foto meistens nicht. Es hatte auch keinen festen Ort. Also gerade wenn wir an Polaroids denken, die sind dann eben oft in einer Schublade gelandet, bestenfalls in einem Album gelandet, aber sind kaum einmal noch später wieder angeschaut worden oder das erst dann, wenn sie schon verblichen waren. Ja, und deshalb, weil eigentlich diese Fotos relativ funktionslos waren, über den Moment hinaus, in dem sie entstanden sind, deshalb so Hornings Eindruck oder Diagnose, wirken die Menschen, die da fotografiert sind, auch oft eben recht arglos oder indifferent oder unschuldig. Und Horning formuliert das dann auch so, dass er sagt, eigentlich fehlt es ihnen an einem Bewusstsein ihrer selbst. Absence of self-consciousness ist seine Formulierung. Und dann kommt eine ganz bemerkenswerte Wendung in seinem Text. Er beschreibt dann sein Empfinden gegenüber diesen alten Fotos als, das zitiere ich jetzt hier wörtlich, a feeling of being offline while online, that I can't respond directly to them, that the images are windows that won't open. Also jedes dieser Fotos ist eigentlich, könnte man sagen, so eine Art Endstation. Es ist unmöglich, darüber mit anderen in Kontakt zu treten. Also es ist einfach das Artefakt einer Offline-Welt. Und analoge Fotos wie diese Polaroids sind für Horning deshalb eben Fenster, die sich nicht öffnen lassen. Das ist eine sehr starke und eben, wie ich finde, sehr anschauliche Formulierung. Und sie lässt sich weiterdenken. Und zwar insofern, als man dann ja digitale Bilder, die im Netz, die in den sozialen Medien zirkulieren, im Unterschied zu jenen Polaroids beschreiben könnte, als Fenster, die sich öffnen lassen. Die also einen direkten Zugang auch zur anderen Seite erlauben. Also durch diese Bilder kann man dann eben mit denen, die sie gepostet haben, in direkten Kontakt treten. Das impliziert aber noch einiges mehr. Also wenn man überlegt, beim geschlossenen Fenster, wenn man da draufblickt, wenn man da durchblickt,
dann ist es eben ein einfaches Blicken. Also man gelangt dann auch vielleicht in so eine Haltung der ruhigen Betrachtung, eine Haltung der Kontemplation. Und wenn der Ausblick, das Bild als geschlossenes Fenster bietet, der irgendwie interessant ist oder überraschend ist oder rätselhaft ist, ja, dann fängt man auch an, es zu interpretieren. Wenn das Fenster hingegen geöffnet ist, ja, dann nimmt man sich auch mal raus. Dann sucht man natürlich auch Nähe zu dem, was außerhalb des Fensters ist. Ja, man wird aktiv. Man nimmt den Ausblick vermutlich sogar gar nicht mal mehr wirklich als Bild wahr, sondern eher als Verlängerung, als Ausweitung des Raumes, in dem man sich selbst befindet. Und entsprechend wird man natürlich das, was man da sieht, auch nicht eigens interpretieren. Nein, man wird viel eher darauf reagieren. Oder man macht vielleicht auch die Erfahrung, dass etwas durch das Fenster hindurch zu einem kommt. Und umso mehr muss man sich dann auch dazu verhalten, eben darauf reagieren. Man ist dann in ein Geschehen involviert. Das kann man wirklich, glaube ich, sehr allgemein sagen. Bilder in den sozialen Medien werden eben nicht mehr als statische Artefakte wahrgenommen, sondern sie stellen Verbindungen her. Sie konstituieren soziale Räume, auch richtige Handlungsräume. Also sie werden eben gesendet, sie werden empfangen, sie werden getauscht, sie werden kommentiert und vieles mehr. Sie sind aber nicht mal insofern jetzt in Bewegung versetzt, die Bilder, als sie online zirkulieren und immer wieder auch neu adressiert werden können. Nein, sie sind ja auch an sich selbst veränderbar geworden. Also die Plattformen, auf denen man sie postet, bieten ja alle Werkzeuge an, um diese Bilder zu beschriften oder um einen Filter drüber zu legen. Man kann sie mit Apps beliebig modifizieren, man kann ein Meme draus machen, man kann nur einen Ausschnitt daraus nehmen, man kann Animationseffekte verwenden und vieles mehr. Also ein Bild ist eben kein statisches Artefakt mehr, sondern ein ständig wandelbarer Rohstoff, Ausgangsmaterial für beliebig viele Transformationen, so wie hier bei diesem Beispiel hier von Snapchat, wo man eben ein Bild, das ist immer dieselbe Grundlage und man kann es entsprechend modifizieren in beliebig vielen Varianten. Und jede dieser Varianten ist natürlich dann einem Anlass angepasst. Das heißt dann aber auch, dass die Bilder, klingt vielleicht ein bisschen paradox, aber sagen, obwohl oder gerade weil sie veränderbar sind, eben anders als zu analogen Zeiten auch sehr verbindlich sind, weil man sie eben immer wieder ganz präzise adressiert und situativ verändert und sie haben eben dabei dann jeweils einen Ort, sie haben jeweils eine Funktion. Sind auch, wie man auch an dem Beispiel ja schön sehen kann, rhetorisch extrem zugespitzt. Sind natürlich dank der Technik auch sehr professionell zugerichtet. Und durch all das geht eigentlich genau diese Aura von Unschuld, die Horning bei den alten Polaroids bemerkt, nicht nur verloren, die ist hier von vornherein überhaupt nicht mehr vorhanden. Und eben nicht nur wegen der puren Menge, sondern vor allem auch wegen dieser Anpassungsfähigkeit sind Bilder in den sozialen Medien extrem stark auch in ihrer Wirkung. Sie fordern eben deshalb auch zu Reaktionen heraus. Damit aber stehen sie jetzt nicht nur im Kontrast zu analogen Bildkulturen, sondern sie stehen insbesondere auch im Kontrast zu vielen Formen von Kunst und speziell Fotokunst. Denn das meiste in der Kunst hat ja erstmal Werkform. Das heißt, es ist stabil und selbst dann, wenn es sich, wie jetzt ein Video oder die Oberfläche eines Screens bewegt, ist es trotzdem ja, sofern es Werkform hat, in seinen Erscheinungsweisen definiert. Das ist vorab aufgenommen, es ist programmiert. Noch wichtiger aber vielleicht ist, dass Kunst im Allgemeinen eben nicht adressiert ist an eine bestimmte Community oder nicht für einen spezifischen Anlass designt, gestaltet ist. Nein, sie verzeichnet sich ja vielmehr durch einen gewissen Anspruch auch auf Allgemeingültigkeit aus. Also es geht eben nicht um einzelne Gesten und einen speziellen Kommunikationsakt. Es geht darum auch, dass man gegenüber Kunst sich betrachtend verhält, dass man sich interpretierend verhält.
Und das heißt, wir haben einen großen Kontrast zwischen digitaler Bildpraxis auf der einen Seite, vielen Formen von Fotokunst auf der anderen Seite. Und dieser Kontrast, glaube ich, kann zumindest mal zweierlei für die Fotokunst bedeuten. Der Kontrast, würde ich sagen, kann ihr sehr wohl gefährlich werden, aber er kann auch eine Chance für sie sein. Nun, die Gefahr sehe ich darin, dass es für viele Menschen zunehmend ja alltäglich, ganz selbstverständlich wird, dass Bilder beweglich sind, also dass sie gesendet werden, dass auf sie reagiert wird, dass sie eben ja geöffnete Fenster sind. Und deshalb erscheinen nicht adressierte, werkhaft fixierte Bilder im Vergleich dazu eben auch sehr schnell so ein bisschen defizitär und etwas zu beliebig. Also Bilder, wo eben keine Aufforderung davon ausgeht, selbst aktiv zu werden, die kann man dann eben auch als schwach empfinden, so ein bisschen zombiehaft empfinden. Und mein Eindruck ist schon, dass Menschen, die sozusagen viel Zeit in sozialen Medien verbringen, sich zunehmend auch schwer tun, jetzt mit der Präsentationsform von Werken in sowas wie einem White Cube zurechtzukommen. Denn in einem White Cube, in einer Galerie, in einem Ausstellungsraum sind die Bilder ja ausdrücklich geschlossene Fenster, könnte man sagen. Also hier sind ja gerade alle Bezüge zur realen Lebenswelt getilgt. Und es geht ausschließlich darum, die Bilder als Bilder zu betrachten. Also es geht um das berühmte interesselose Wohlgefallen, das man entwickeln soll. Und es geht eben nicht darum, die Bilder selbst zu verändern oder ihnen einen neuen Drall zu geben, sie neu zu adressieren oder all das eben mit ihnen zu machen, was man in sozialen Medien macht. Das heißt, wer in so einer Welt voller offener Fenster lebt, muss sich an geschlossene Fenster zumindest erst gewöhnen. Auf der anderen Seite aber eben ist es auch eine Chance, würde ich sagen, wenn Fotokunst in Differenz zum Großteil fotografischer Bilder besteht und wenn diese Differenz eben auch größer ist als früher, als eben Knipserbilder, dokumentarische, journalistische Bilder und Fotokunst formal ja nah beieinander lagen. Alles waren sozusagen geschlossene Fenster und Kunst hat sich einfach am ehesten dadurch unterschieden, dass sie im Unterschied zu den anderen Bildtypen eine konzeptuelle Dimension auch noch besessen hat. Also jetzt ist eben diese Differenz erstmal viel größer und durch diese Differenz kann natürlich jetzt Fotokunst auch ja mehr Eigenprofil gewinnen, kann ja eben zum Ort der Analyse, der Reflexion ausdrücklich werden. Und das eben umso mehr dann, wenn sie weiterhin Bilder anbietet, die auf Betrachtung, auf Interpretation hin angelegt sind. Also innerhalb der Fotokunst kann gerade dann auch sowas wie ein Bewusstsein entstehen für die fotografischen Bilder, die jenseits von ihr ihren Ort haben. Also KünstlerInnen können Praktiken des digitalen Bildaktivismus einzeln aufgreifen und ja als solche dann eben auch zur Diskussion stellen, kritisieren, einen Diskurs darüber eröffnen. Also sie holen so diese Praktiken mit dem, was sie machen, dann aus dem Internet heraus, also betreiben das, was man so auch gerne als Post-Internet-Kunst bezeichnet. Und damit erlauben sie sozusagen eine Reflexion, damit nutzen sie sozusagen diesen Kontrast, diese Differenz erstmal zwischen Internet und analoger Welt für sich aus. Ein Beispiel dazu, die Fotokünstlerin Christiane Peschek. Wie man hier sieht, sie benutzt jetzt Filter und Apps nicht dazu, Gesichter makellos zu machen, sich sozusagen nach den normierenden Algorithmen der sozialen Netzwerke zu richten. Nein, sie verwendet diese Filter gerade gegen den Strich und zeigt sozusagen die Macht dieser Apps, zeigt sozusagen auch, mit welcher Dynamik eigentlich auch in fotografische Bilder eingegriffen wird. Dass sich bei Pescheks Gesichtern die Konturen auflösen,
Vermittelt, denke ich, einen ganz guten Eindruck davon, dass eben alles disponibel, alles in jegliche beliebige Ästhetik übersetzbar ist. Dafür schafft sie hier ein Bewusstsein. Aber nicht nur das, die Unschärfe hat bei ihr auch durchaus noch eine kritisch-politische Dimension. In einem Instagram-Post hat Peschek mal die Losung verwendet, claim your right to be blurry. Und damit erinnert sie ja an die immer leistungsfähiger werdenden digitalen Praktiken der Gesichtserkennung, die es natürlich zunehmend schwer machen, eine Privatsphäre im Internet zu wahren. Vielmehr muss man damit rechnen, dass dank der unzähligen Bilder, auf denen man zu sehen ist, genau nachvollziehbar wird, wo man sich jeweils aufgehalten hat, mit wem man wann, wo, wie zusammen war. Also es droht zunehmend totale Überwachung. Und daher wird so eine Unschärfe, wird so ein Unkenntlichmachen von Gesichtszügen auf einmal auch zu einem Akt der Verweigerung, des Selbstschutzes. Ein Akt der Verweigerung, der im Moment auch noch erlaubt ist. Aber man kann sich natürlich auch vorstellen, dass das mal als eigenes Recht eingeschränkt in Diktaturen vielleicht sogar völlig abgeschafft wird, dieses Recht, unscharf zu sein, also unerkennbar zu sein. Also insofern auch in der Hinsicht nochmal eine kritische Reflexion der digitalen Bildkulturen hier durch Christiane Peschek. Im Ausstellungsraum dann aber hat diese Unschärfe, würde ich sagen, nochmal eine weitere und auch nochmal eine ganz andere Dimension. Also solche unscharfe Effekte waren im Grunde schon seit der Romantik beliebt, um eine Szenerie auf Distanz zu den BetrachterInnen zu bringen, um profane Details, Alltägliches zum Verschwinden zu bringen und um dadurch eben auch so eine Haltung der freien Betrachtung, eine Haltung der Kontemplation zu begünstigen. Und wenn jetzt eben Peschek aus Fotos die Gesichter zu perfekten Influencer-Faces werden lassen, daraus eben unscharf abstrakte Bilder macht, dann könnte man sagen, sie schließt hier auch wieder ein offenes Fenster. Sie erzeugt dann eben gerade im White Cube der Galerie so eine Atmosphäre der Ruhe, der Abgeschiedenheit mit ihrer Unschärfe. Also man wird eben nicht überreizt, man wird schon gar nicht hier zu was aufgefordert. Man wird ja von diesen Gesichtern auf einmal auch nicht mal mehr angeblickt. Also diese Bilder werden hier, könnte man sagen, zu so einem Moratorium des Alltags. Und damit aber erfüllen solche Bilder exemplarisch, also geradezu mustergültig, könnte man sagen, das, was der Philosoph Lambert Wiesing in seiner vor einigen Jahren entwickelten Bildtheorie als spezifische Qualität von Bildern im Allgemeinen herausgearbeitet hat. Für Lambert Wiesing zeichnen sich Bilder nämlich gerade dadurch aus, dass sie den BetrachterInnen, das ist sein Begriff, eine Partizipationspause bieten. Also, dass sie davon entlasten, dass man bei einer Wahrnehmung zugleich unauflöslich darin auch involviert ist. Mal nur zwei Sätze als zentrale Aussagen dieser Bildtheorie. Da schreibt Lambert Wiesing, nur wenn auf ein Bild geschaut wird, kann der Mensch etwas sehen, bei dem er selbst nicht leiblich dabei ist. Dem Subjekt einer Wahrnehmung widerfährt in den Momenten der Bildbetrachtung eine Zumutung weniger als sonst. Es braucht nicht selbst ein sichtbarer Teil in der gesehenen Welt zu sein. Man könnte es vielleicht auch so paraphrasieren, dass man sagt, statische und vielleicht gar noch so sinnesreizreduzierte Bilder, wie auch bei Peschek, sind eigentlich das Höflichste, was Menschen widerfahren kann. Also sind Bilder, sie entlasten, sie befreien, sie lassen in Ruhe. Und eine Zumutung weniger als sonst, wie Wiesing schreibt, hat man damit zu meistern. Umgekehrt wird aber natürlich diese Höflichkeit verletzt in dem Moment, wo Bilder adressiert sind. In dem Moment, wo sie dann auch eine Reaktion von mir verlangen oder zumindest mich dazu verführen wollen.
dann geht ja genau das verloren, was Bilder gegenüber sagen, allen anderen Formen der Wahrnehmung unterscheidet oder was sie nach Wiesing überhaupt erst zu Bildern macht. Also wir sehen, Wiesing beschreibt diese Partizipationspause, sondern dieses geschlossene Fenster, dass man immer in Distanz ist zu dem, was man da sieht auf dem Bild, als eine positive Qualität. Also nicht, könnt ihr auch beschreiben, das Bild leidet unter einem Mangel an Lebenswirklichkeit. Wenn ich nur Bilder betrachte, lebe ich gar nicht richtig. Nee, bei Wiesing bedeutet das vor allem ein Mehr an Unabhängigkeit, ein Mehr an Freiheit. Ich bin eben nicht involviert, ohne es vielleicht zu wollen. Ich kann auf etwas blicken, was mir vielleicht ganz unangenehm ist, aber wunderbar, ich bleibe immer in Distanz dazu. Damit legt Wiesing im Grunde auch schon so einen kritischen Blick auf digitale Bildpraktiken nahe. Oder wenn man so seine Theorie ernst nimmt und anwendet, dann kann man eigentlich in diesen digitalen Bildpraktiken auch nur einen Angriff sehen auf die Vorzüge von Bildern. Und so kulturkritische Einschätzungen von Bildern, gerade von der Rolle von Bildern in sozialen Medien, solche Einschätzungen sind ja auch durchaus verbreitet. Allerdings glaube ich, dass es überhaupt nicht notwendig ist, jetzt hier Bilder der analogen Welt und Bilder im digitalen Raum in der einen oder in der anderen Weise jetzt als gut oder schlecht einander gegenüberzustellen. Nein, vielmehr erfüllen sie ja gerade so wegen ihrer Unterschiedlichkeit auch unterschiedliche Bedürfnisse. Und klar, es wird wohl nie mehr eine Zeit geben, in der alle Bilder statisch und für sich alleine sein werden. Aber ich glaube, es wird auch nie eine Zeit geben, in der alle Bilder sich in kommunikativen Zwecken erfüllen, wo sozusagen alle Fenster geöffnet sind. In manchen Situationen will man eben alleine sein, will sich zurückziehen und dann ist es ein großartiges Angebot, dass man in der Betrachtung eines Bildes abschalten kann, dass man so die Beanspruchung durch eine Lebenswelt mal temporär ein bisschen reduzieren kann. Aber eben genauso gibt es die anderen Situationen, wo man aktiv sein will, wo man mit anderen Menschen sich eng verbunden fühlen möchte. Und dann ist man entsprechend froh darüber, dass man eben durch den Austausch von Bildern in den sozialen Medien auch Nähe, Verbindlichkeit herstellen kann, dass man sich selbst als lebendig, als kreativ, als engagiert erfahren kann. Was eben das Neue ist in unserer Zeit, ist, dass es erstmals möglich ist, beide so gegenläufigen Bedürfnisse und eben nicht nur eines davon mit Hilfe von Bildern zu befriedigen. Und deshalb glaube ich eben, dass es auf Dauer auch zu einseitig wäre, würde Fotokunst sich allein auf Bilder beschränken, die Partizipationspausen ermöglichen. Also sehr Kunst lange Zeit überwiegend dadurch bestimmt war, so ein Gegenprogramm zu Alltag und Profanität zu formulieren, den Rezipientinnen Entlastung, Gelegenheit zur Reflexion, die Möglichkeit zur Kritik, zur Analyse zu bieten. Ja, so naheliegend ist es eben, dass sie jetzt auch eine Erweiterung erfährt. Also statt nur aus stillen oder stillgestellten Bildern zu bestehen, kann sie ja selbst Formen von Bildaktivismus aufgreifen oder kann eine Anwendung, eine Fortsetzung bildaktivistischer Praktiken unter Bedingungen der Kunst darstellen. Da die sozialen Medien im letzten Jahrzehnt für viele Minderheiten, für viele Diskriminierte und für viele AktivistInnen gerade auch zu einem zentralen Ort geworden sind, wo sie sich eben zusammenschließen können, wo sie gemeinsam sichtbarer werden können, wo sie aber auch ein bisschen geschützter als im herkömmlichen öffentlichen Raum auftreten können, sind dort ja extrem viele neue Bildtypen, neue Ästhetiken, neue Bildsprachen entstanden, oft Bildsprachen des Protests, aber genauso Bildsprachen der Imagination sind hier groß geworden in den letzten Jahren. Und all diese neuen Ästhetiken und Bildsprachen verändern und erweitern natürlich nach und nach auch die Standards der Fotokunst. Und interessant ist nun zu sehen, dass manche KünstlerInnen mittlerweile ausdrücklich doppelgleisig verfahren. Also sie setzen ihr Thema, ihr Anliegen einmal klassisch für herkömmliche Orte der Kunst um. Zugleich aber suchen sie nach einer geeigneten Form für den neuen digitalen Raum der sozialen Medien.
Dafür möchte ich Ihnen ein Beispiel geben. Adam Bloomberg, Fotokünstler, Aktivist, der sich als solcher gegen diverse Formen von Ausgrenzung, von Unterdrückung engagiert, der sich einerseits etwa für Palästinenser einsetzt, für die Rechte andererseits queerer Menschen einsetzt. Und er hat, was man hier sieht, 2021 eine Serie von Porträts der Transaktivistin Sherzon Spelsberg gemacht. Die Arbeit heißt Glitter in My Wounds und das ist zugleich der Titel eines Gedichts von C.A. Conrad. Ja, und insgesamt, hier sieht man jetzt nur 6 Fotos, aber insgesamt hat Spelsberg rund 100 Mal wohl fotografiert und dabei jeweils so nur die Beleuchtung leicht verändert, also ganz so ein klassische Fotokunst gemacht vom Einsatz der Mittel her. Und das mit dem Ziel zu zeigen, also ohne dass da mit anderen Effekten gearbeitet wird, nur durch die Veränderung der Beleuchtung, ja, wie viele Gesichter eigentlich in einem und denselben Menschen stecken, also wie viele Dimensionen mutmaßlich damit auch in einer Persönlichkeit stecken und wie absurd es daher ist, einen Menschen auf eine Identität oder auf einen Charaktertyp oder auf ein Geschlecht festlegen zu wollen. Daraus ist dann auch ein Buch geworden, auch das sozusagen ein klassisches Fotobuch. Das wäre sozusagen der traditionelle Teil der Arbeit von Bloomberg. Er hat dann aber für seinen Instagram-Account, der zugleich auch das Zentrum ist zu seiner tagtäglichen aktivistischen Arbeit, im November 2021, in der Phase gerade, wo das Buch auch erschienen ist, nochmal eine andere Umsetzung desselben Themas publiziert und sich dafür dann aber jetzt eben Mittel bedient, die typisch für die sozialen Medien sind. Also jetzt hat er nämlich das Gesicht von Spelsberg gemorpht und so in Geschlecht, Alter, Erscheinungsweise auf diese Art verwandelt. Wenn wir uns das anschauen, sehen wir, dass das Spektrum der Gesichtsformen jetzt hier viel größer ist als bei der Fotoarbeit. Also dieser Clip ist durchaus schrill, ist witzig, ist natürlich auch sehr appellativ. Und indem Bloomberg dafür eine gängige Morphing-App benutzt hat, die so beliebte Effekte von Cuteness oder Manga-Ästhetik auch produziert, will er offensichtlich jetzt hier auch gar nichts ästhetisch Einzigartiges, Ungewöhnliches, völlig Neues machen. Nein, es geht ihm wohl eher darum, auf diese Art, indem er auch so eine gängige App verwendet, mit gängigen Effekten, Follower zu animieren, Ähnliches auch auszuprobieren, also Hemmschwellen auch zu senken, selbst aktiv zu werden. In der Hoffnung, dass damit eben sich vielleicht auch diese Idee verbreitet und vertieft, dass ein Mensch keine feste Identität hat, dass eben vermeintliche Grenzen gar nicht existieren oder zumindest überwunden werden können. Also, einerseits setzt Bloomberg mit den stillen Fotos im Ausstellungsraum oder im Buch darauf, dass man sie so wie geschlossene Fenster geduldig wahrnimmt, dass man zwischen einzelnen davon vergleicht, dass man auf zarte Differenzen aufmerksam wird. Und andererseits aber ist eben dieser Clip auf Instagram drauf angelegt, dass diejenigen, an die er adressiert ist, also erstmal die Follower, bestenfalls selbst aktiv werden, sich dann auch eben für zum Beispiel das Ziel einer weiteren Entgrenzung einsetzen. Also wir sehen an diesem Beispiel, Bloomberg wählt je nach Ort, an dem seine Arbeit zur Geltung kommen soll, andere Mittel, eine völlig andere Form. Und auf diese Weise gelingt es ihm eben, Bilder jetzt einmal als Mittel der Reflexion, als Schule des Sehens einzusetzen und ein anderes Mal aber so rhetorisch so stark zuzuspitzen, dass sie regelrecht Teil eben seiner aktivistischen Agenda werden. Und offenbar ist es eben Bloomberg wichtig, diese unterschiedlichen Möglichkeiten von Bildern gleichermaßen zu nutzen, um so in der Summe dann ein Maximum an Wirkmöglichkeiten zu entfalten, also verschiedene Formen von Publikum anzusprechen.
Und natürlich durch so eine plurale Ansätze, wenn man das auch sagen, wahrnimmt in der Unterschiedlichkeit, rückt dann auch nochmal weitergehend die Frage ins Zentrum, welche Funktionen Bilder, also jetzt hier natürlich speziell fotografische Bilder, überhaupt haben können. Also es geht jetzt dann im Weiteren auch um die Frage, wie Bilder an verschiedenen Orten zur Geltung kommen können. Es geht darum, in welchen Spielarten sie eigentlich existieren können. Nun, was ja KünstlerInnen oft, also gerade in der ganzen westlichen Moderne, wichtig, so gegen Bedingungen, die sie als limitierend empfunden haben, auch zu rebellieren, auszubrechen, neue, eigene, autonome Standards zu setzen. Jetzt, das sieht man in dieser Arbeit von Bloomberg, finde ich ganz schön, sehen sie offenbar ihre Aufgabe eher darin, so die Wirkweisen, die Möglichkeiten verschiedener Orte und Kontexte erstmal selber so gut wie möglich zu kapieren, um dann in ihnen jeweils wirkungsvoll, jeweils angepasst an diese Bedingungen in Erscheinung treten zu können. Und gerade wenn sie eben wie Bloomberg so in Richtung Aktivismus gehen mit ihrer ganzen künstlerischen Arbeit, dann ist es ihnen umso wichtiger, sich so an den Bedingungen ihres Auftretens anzupassen, um den Wirkungsgrad der eigenen Arbeit zu maximieren, um die eigenen Ziele besser zu erreichen. Also die Rebellion besteht nicht darin, dass man Bedingungen versucht zu unterlaufen, da auszubrechen, sondern besteht eben vielmehr darin, jetzt die Wirkmöglichkeiten so optimal zu nutzen, die einem grundsätzlich durch verschiedene Formate zur Verfügung stehen. Bei KünstlerInnen, die nicht so starke aktivistische Intentionen haben, da ist dann vielleicht, geht es nicht so sehr um Anpassung an verschiedene Formate, da geht es darum, halt eher Kontexte zu reflektieren, dadurch, dass man auch sie gezielt ändert, dass man vielleicht Bilder aus einem Bereich, wo sie üblicherweise auftreten, in einen ganz anderen Bereich transferiert, dass man eigene Settings entwickelt, wo dann unterschiedliches Material zusammenkommt, vergleichbar wird. Also auch hier letztlich die zentrale Frage ist eben dann die, welche Rolle Bilder an unterschiedlichen Orten eigentlich spielen können. Das in den letzten Jahren mit der digitalen Fotografie, mit dem Internet, mit Smartphones, mit sozialen Medien eben ganz neue Spielarten von Bildlichkeit zu entstehen begonnen haben, dass sich also viele Fenster geöffnet haben, verheißt, so kann man es vielleicht mal bilanzierend sagen, für die Fotokunst zumindest zweierlei. Es gibt, das wäre das Erste, viele neue Forschungsfelder, neue Experimentierfelder für FotokünstlerInnen, immer um dieses Verhältnis der verschiedenen Bildlichkeiten zu studieren, zu reflektieren, Möglichkeiten vielleicht auch dazwischen oder in Kombination auszuloten. Und als Zweites, denke ich, auch noch wichtig, es wird natürlich auch ein neuer Blick auf die Geschichte der Bilder, auf die Geschichte analoger Fotografie möglich. Denn erst jetzt eben, wo sich so ein Fenster geöffnet haben, wird uns ja überhaupt bewusst, dass sie davor geschlossen waren. Vielen Dank.